Engel. Hiobs Botschaft. Fegefeuer. Jubiläumsausgabe, dritte überarbeitete Neuauflage 2004. Geschrieben von Severin Rast und Oliver Hoffmann. Erschienen bei Feder und Schwert. Gelesen von Mario und Koali. Kapitel 16. Wie ein Traum wird er verfliegen und nicht mehr zu finden sein und wie ein Nachtgesicht verschwinden. Hiob, Kapitel 20, Vers 8. Irgendwann machten sich die Anstrengungen der letzten Wochen und Tage schließlich doch bemerkbar. Allen Mitgliedern der Schar steckte es vor allem die letzte, sehr kurze Nacht in den Knochen. Selbst Adoniel, der derlei sonst eher mit einem grimmigen Lächeln wegsteckte, machte keinen Hehl daraus, dass ihn sein erster Flug nach der lebensgefährlichen Verletzung durch die Traumsaatkreatur mehr angestrengt hatte, als er für möglich gehalten hatte. Immerhin aber konnte der Gabrielit mit ausdrücklicher Erlaubnis Soror Anias zum ersten Mal in der Gästezelle der Schar übernachten, was alle mit einem Gefühl der wiederhergestellten Vollständigkeit zur Ruhe kommen ließ. Alle bis auf Maloriel. Noch lange nachdem sich in der Zelle der Schar Stille ausgebreitet hatte, saß er hellwach auf seinem Sims, das Kinn auf die verschränkten Arme gestützt und die Augen weit offen, und spähte blicklos in die Dunkelheit des Raumes. Auch der Ramelit war erfüllt von einer tiefen Erschöpfung, die bis in den innersten Kern seines Wesens gesickert war, und wünschte sich in diesen zeitlosen Stunden nichts sehnlicher als eine tiefe, traumlose Meditation, um wieder Kraft und Gelassenheit für die vor ihm liegenden Aufgaben zu finden. Aber es wollte sich einfach keine Ruhe einstellen. Wenn er in sich hineinhorchte, war da nicht jener vertraute Punkt angenehmer Empfindungslosigkeit, von dem aus sich früher, bevor die Albträume begannen, immer die warme Ruhe der Meditation ausgebreitet hatte. In letzter Zeit war dort, tief in ihm, in dem, wovon er annahm, dass es sei wohl seine unsterbliche Seele, nur ein nagender Zweifel. Eine bohrende Ungewissheit, die nach Antworten schrie und ihm immer eindringlicher die wirren Albträume sandte, die ihn quälten, erschöpften und ihn immer ermatter erwachen ließen. Es hatte keinen Sinn, solange er keinen Weg fand, diese Rätselbildung zu entschlüsseln, die ihm sein Unterbewusstsein sandte, würde er keine Ruhe finden, das war ihm klar. Unbewusst tastete Maloriels Hand nach seiner ledernen Umhängetasche, die er nie weit aus der Hand gab. Auch jetzt stand sie zu seinen Füßen. Er schlug möglichst lautlos, um seine Schargeschwister nicht zu stören, die Lasche zurück, die die Tasche verschloss, und seine schmale, mit den feinen Linien der Skriptura bedeckte Rechte fand das Notizbüchlein, von dem er überzeugt war, dass es ihn in den letzten Wochen davor bewahrt hatte, wahnsinnig zu werden. Sein Traumtagebuch. Er hatte begonnen, es zu führen, als die Träume kamen, und seit sie immer häufiger geworden waren, waren auch seine Erinnerungen und Eintragungen immer detailreicher. Wenn auch nicht unbedingt leichter verständlich. Und immer häufiger geworden. Außerdem hatte er sorgfältigst all die kryptischen Bemerkungen und Andeutungen darin niedergeschrieben, die Hiob im Laufe der gemeinsamen Reise durch halb Europa zum Thema Träume, Vergangenheit und Kindheit gemacht hatte. Nicht zum ersten Mal verfluchte Maloriel innerlich die Templer, die den flügellosen Ragoliten ihrer Obhut entrissen hatten. Gerade jetzt wäre es so wichtig gewesen, mit ihm zu sprechen, Fragen zu stellen, herauszufinden, was und wie viel der gefallene Engel wirklich wusste. Wenn doch wenigstens Irene sich zurückgemeldet hätte, um der Schar mitzuteilen, ob ihre Suche nach den Gefangenen erfolgreich gewesen war. Maloriel schlug wahllos eine Seite seines Traumtagebuchs auf und hielt sie sich dicht vor die Augen. Doch es hatte keinen Sinn. Nach Einbruch der Nacht waren wieder dichte Wolken aufgezogen, sodass praktisch kein Licht durch das schmale, hohe Fenster der Zelle hereinfiel. Und Daniel hatte wie üblich die letzte Kerze im Raum gelöscht, bevor er im Hochsitz erstarrte. Der Urelit mit seinen von der Gnade des Herrn berührten Augen hätte vielleicht in dieser vollkommenen Dunkelheit lesen können, abgesehen davon, dass er die Schriftzeichen nicht beherrschte.
doch es lag eindeutig jenseits der Möglichkeiten des silbermähnigen Rameliten. Ein Licht anzumachen hätte aber bedeutet, die anderen Scharmitglieder zu stören und sie möglicherweise um ihre wohlverdiente Ruhe zu bringen. Auch das kam nicht in Frage. Valoriel seufzte unterdrückt. Nein, so ging das nicht. Ihm blieb nur ein Weg, wenn er jetzt und hier versuchen wollte, dem Geheimnis seiner Träume auf den Grund zu gehen. Wozu hatte der Herr die Rameliten gesegnet, wenn Valoriel es nicht nutzte? Valoriels Weg lag mit einem Mal klar vor ihm. Ohne eine weitere Sekunde zu zögern, schloss er die Augen und trat eine Reise ins Innere an. Die Kathedrale baute sich nicht allmählich auf, wenn Valoriel sie betrat. Sie war von einem Augenblick auf den nächsten da, und er stand mitten darin. Die Kathedrale der Gedanken. Ein Bauwerk, das es nicht gab und das dennoch allen Rameliten offen stand. Es war das Geschenk des Herrn an seinen liebsten Orden, dem er die Bewahrung allen Wissens der Äonen übertragen hatte. Die Rameliten trugen ihren Stolz nicht wie ein Schild vor sich her, wie die michaelitischen Brüder, und gingen nicht mit ihren Omnipotenzfantasien hausieren wie die Todesengel. Aber im Grunde seines Herzens wusste jeder von ihnen, dass das Geheimnis der Schrift, jenes entscheidende Quäntchen Wissensvorsprung, mit dem der Schöpfer sie gesegnet hatte, eine deutliche Sprache sprach, was Gottes Vorlieben anging. Diese Überzeugung war eine stillschweigende, vollkommene, unumstrittene Übereinkunft zwischen allen Bewahrern des Wissens, die sie vom ersten Tag ihres irdischen Daseins an mit jenem belehrten Wort ihrer Mentoren im Himmel zu Prag und anderswo aufsogen und die außerhalb jeder Diskussion stand. Und die Kathedrale war der Ort, an dem all ihre kostbares Wissen aufbewahrt wurde. Oh, sie war nicht wirklich eine Kathedrale und auch keine Bibliothek. Oder vielleicht doch? Denn so genau ließ sich das nicht festmachen. Es hatte eine Weile gedauert, bis Valoriel sich mit dem Konzept angefreundet hatte, dass die Kathedrale für jeden seiner Brüder und Schwestern genau die Gestalt hatte, die seiner Seele und seinem Wissen gemäß war. Doch je länger er darüber nachdachte, desto faszinierender war es. Für den silberhaarigen Rameliten, der Jahre zwischen den zahllosen Büchern des Himmels zu Prag verbracht hatte, nahm die Kathedrale der Gedanken tatsächlich die Gestalt einer gigantischen Bibliothek an. Bei seinen zahllosen Besuchen hatte er sie nach und nach ganz durchwandert. Valoriel wusste nun, dass es sich um einen mächtigen Bau mit quadratischem Grundriss handelte, der vor 4 sechseckigen, angebauten Türmen an den Ecken flankiert wurde. Diese hatte er anfänglich schemenhaft erahnt, ohne sie jedoch betreten zu können. Denn erst allmählich, als sein Wissen sich mehrte und er vom Signum über die Siegel zu Scriptura fortschritt, hatten sie sich ihm in ihrer ganzen Fülle und Wissenspracht enthüllt. Wie bei jedem Besuch öffnete sich der zentrale Raum vor Valoriels Augen in einer geradezu immensen Weite. Die von kräftigen Säulen abgestützte Kuppel, rund und nicht zu hoch, niedriger als etwa der Petrusdom, aber höher als in jenem Kapitelsaal, den Valoriel je gesehen hatte, überspannte eine lichte von angenehmer Helligkeit und durchflutete Halle. Denn an jeder der 4 Seiten taten sich 3 große Glasfenster auf, während 5 kleinere Fensteröffnungen die 5 Außenmauern aller 4 Türme durchbrachen. Ringsum an den Wänden standen hohe Bücherregale. In der Mitte des Raums schließlich stand ein Tisch voller Bücher und Pergamente, die letzten Schriften, denen der Ramelit seine Aufmerksamkeit gewidmet hatte. Unter anderem lag dort auch ein Pendant seines sogenannten sorgsam gehüteten Traumtagebuchs. An diesem Tisch stand ein einzelner, weich gepolsterter Schemel, auf dem Valoriel schon so viele Stunden ohne Unterlass lesend zugebracht hatte. Die Zeit verging hier anders als draußen.
Komplettiert wurde die Ausstattung durch ein Federkästchen und eine Öllampe. In Maloriels Kathedrale der Gedanken wurde es zwar nie dunkel, sondern sie war immer von diesem warmen, freundlichen Sonnenlicht durchflutet, aber aus irgendeinem unerfindlichen Grund hatte sein Geist darauf bestanden, den Raum zusätzlich mit dieser Beleuchtung auszustatten. Ohne Zögern machte sich Maloriel an die Arbeit. Er wusste, dass es für jeden, der einen zufälligen Blick in die Zelle warf, aussehen würde, als meditiere er friedlich. Mit traumwandlerischer Sicherheit trat er an eines der Regale und zog ohne hinzusehen ein schmales Bändchen heraus. Mit zitternden Fingern schlug er es auf, las die erste Seite. Na also, da war es. Er war nicht der einzige Ramelit, der sich über die Herkunft der Engel Gedanken gemacht hatte. Maloriel zog einen Arm voll entsprechender Aufzeichnungen von Ordensgeschwistern aus dem Regal, schleppte sie zu seinem Tisch zurück, stapelte sie dort und machte es sich auf seinem Schemel bequem und begann, begierig zu lesen. Am nächsten Morgen machte sich die Schar auf, um gemeinsam das Fasten zu brechen. Ihnen allen fiel auf, dass Maloriel an diesem Tag noch blasser aussah als sonst. Tiefe, dunkle Ringe unter seinen Augen kündeten davon, dass er eine weitere Nacht hinter sich gebracht hatte, ohne Ruhe zu finden. Sie alle wussten aber auch, wie sehr seine wirren Träume ihren silberhaarigen Bruder quälten, und so sprachen sie ihn taktvoll nicht darauf an. Ariel wünschte sich, der Ramelit hätte von sich aus etwas gesagt, hätte ihr Gelegenheit gegeben, mit ihm zu sprechen, aber es war schließlich Rahel, auf die seine Wahl fiel. Als Daniel, der am nächsten an der Tür geruht hatte, seinen Urelitenzopf fertig gewickelt hatte und die Tür aufstoßen wollte, um ins Refektorium aufzubrechen, hielt Maloriel die Heilerin am Arm zurück und sagte drängend: »Ich muss mit dir sprechen. Bitte.« Die drei anderen drehten ihnen überrascht die Köpfe zu. Auf Ariels Stirn stand eine steile, fragende Sorgenfalte. »Wir kommen gleich nach«, sagte Rahel unsicher. »Geht ruhig schon mal vor.« Die Schar zögerte, doch dann sendete Ariel: »Kommt, wir treffen uns alle im Refektorium.« Entschlossenen Schrittes folgte sie Daniel auf den Korridor hinaus und Adoniel schloss sich an. Kaum hatte sich die Tür hinter den anderen geschlossen, ließ Maloriel Rahels Arm los. Die Raphaelitin fragte besorgt: »Was ist, Bruder? Was quält dich so, dass du vor den anderen nicht darüber sprechen möchtest?« Als der Ramelit nicht sofort antwortete, schob sie nach: »Fühlst du dich krank?« »Ja, nein, das ist es nicht.« Maloriel drehte ihr brüsk den Rücken zu, verschränkte die Arme vor der Brust und starrte durch die schmale Fensteröffnung in den bleigrauen Morgenhimmel über der heiligen Stadt. »Was ist es denn dann?« Er drehte sich wieder um und sah sie ernst, fast prüfend an. Die zierliche Heilerin hielt den Blick seiner grauen Augen ruhig stand. »Ich weiß es jetzt, Rahel. Ich weiß, was meine Träume bedeuten.« Varkanel war entschlossen gewesen, reinen Tisch zu machen. Seine Schar kannte die Ariels nun schon so lange und ihre gesamte gemeine Geschichte war geprägt von Missverständnissen und unglücklichen Entwicklungen. Als die beiden Scharen einander bei der Pontifikalmesse über 2 Stunden gegenübergestanden hatten, ohne ein Wort zu wechseln, war in ihm der Entschluss gereift, sich mit den Engeln um die kleine Michaelitin auszusprechen. Thomasiel würde das sicher nicht gerne sehen, denn der ganze Himmel redete davon, dass Ariel sich angemaßt hatte, im Namen des Priors zu handeln, obwohl es gar nicht stimmte. Aber hatte nicht die hohe Ehre, die ihr und den ihren zuteil geworden war, als man sie zu Bannerträgern bestimmt hatte, bewiesen, dass die angelitische Kirche es erst ernst meinte mit der Vergebung? Das würde auch Paliel einsehen müssen, die Ariel und ihre Schar noch immer für den Tod Henaiels, ihres früheren Michaeliten, verantwortlich machte und nicht bereit war, sich versöhnlich zu zeigen. Nun, er
Barkanel, würde den ersten Schritt machen, und dann würden seine Schargeschwistern im Grunde gar nichts anderes übrig bleiben, als einzulenken und den anderen Engeln die Hand zum Zeichen der Versöhnung zu reichen. Beschwingt, weil er sich endlich dazu durchgerungen hatte, diesen wichtigen Schritt zu gehen, näherte sich der Urelit der Gästezeller, in der die Schar, die er suchte, nach Aussagen eines Monarchen, den er unterwegs befragt hatte, untergebracht war. Hoffentlich war sie nicht hintenunter ins Refektorium gegangen, wo seine eigene Schar jetzt auf ihn wartete. Als er sich der Tür zu der ihr bezeichneten Zeller näherte, hörte er Stimmen dahinter. Etwas ließ Varkanil innehalten und lauschen. Er vernahm die wohlklingende, angenehme, modulierte Baritonstimme des Rameliten aus Ariels Schar. Dieses Maloriel. Doch was er hörte, ließ Varkanil stocksteif stehen bleiben. Das dürfte doch wohl nicht wahr sein. Ich war heute Nacht, als ihr alle schlieft, in der Kathedrale der Gedanken, Rahel. Ich habe nach Deutungsmöglichkeiten für meine Träume gesucht und ich bin fündig geworden. Es gibt viele wie mich, Rameliten, die Zweifel hatten und sie auch niedergeschrieben haben. Diese Brüder und Schwestern waren alle in meinem Alter. Viele von ihnen berichten von Träumen, Fieberfantasien, nicht unähnlich, die sich steigern, immer intensiver werden und dann brechen die Aufzeichnungen ab. Es ist immer dasselbe Muster. Er hielt inne und sah Rahel an. Sie lauschte seinen Worten mit weit aufgerissenen Augen und einem Gesichtsausdruck, der irgendwo zwischen Ungläubigkeit und tiefer Bestürzung lag. Und dann, endlich, habe ich geschlafen. Und geträumt, Rahel, fuhr er fort. Ich habe von meiner Mutter geträumt. Von deiner Mutter? Ja. Ich heiße Matusch. Das heißt, so hieß ich, als ich geboren wurde. Ich stamme aus einem kleinen Fischerdorf in Ramielsland von der Nordküste. Ich habe einen Bruder und zwei Schwestern. Ich war der Älteste und kurz vor meinem 9. Geburtstag haben mich die Beutereiter aus meinem Dorf geholt. Aber mit einer hilflosen Geste wies Rahel auf seine Schwingen. Ja, nickte er. Das ist ein Mysterium, das gebe ich zu. Ich weiß noch nicht, wo sie herkommen. Vielleicht hat sie mir tatsächlich der Herr geschenkt, aber eins ist sicher, ich hatte sie nicht von Geburt an. Das ist kaum zu glauben. Rahel klang verzagt. Ich weiß. Auch den anderen Rameliten, die in meiner Situation waren, hat niemand geglaubt. Aber ich glaube zu wissen, warum ihre Aufzeichnungen so abrupt aufhören, Rahel. Man hat sie getötet. Allesamt. Alle, die zweifeln. Oder sollte ich besser sagen, die, die der Wahrheit zu nahe kommen, werden zum Schweigen gebracht. Nein, keuchte die Raphaelitin. Ihr Gesicht war weiß wie die Wand hinter ihr. Doch, beharrte Maloriel grimmig. Was, wenn Läuterung nur ein glorifizierter Begriff von Hinrichtung ist? Er spürte, wie sich alles in Rahel gegen seine Worte sträubte. Impulsiv drehte er sich um und zog das Traumtagebuch aus seiner Umhängetasche. Beim ersten zaghaften Licht des Tages war er aus der Kathedrale der Gedanken zurückgekehrt und hatte es ergänzt. Hatte, obwohl er noch kaum etwas sehen konnte, seine neuen Erkenntnisse festgehalten. Kurz entschlossen drückte er Rahel das Buch in die Hand. Es steht alles hier drin. Ich muss für eine Weile fort, Rahel. Ich brauche ein paar Tage für mich, um nachzudenken und mir klar zu werden, wie es weitergehen soll. Bitte sag den anderen nichts von dem, worüber wir hier gesprochen haben. Auch nicht Ariel, hörst du? Jetzt weinte Rahel,
doch sie nickte unter Tränen. Mach dir keine Sorgen, kleine Schwester, ich werde wiederkommen. Wann? Bald. Sobald ich kann. Aber... Ja? Aber falls du hörst, dass mir etwas zugestoßen ist. Er sah Rahels vollkommen entsetztes Gesicht und fuhr fort. Was ich nicht glaube, aber für den Fall. Dann gib das Buch einem anderen Rameliten. Er wird wissen, was zu tun ist. Versprichst du mir das? Rahel nickte stumm. Gut. Dann geh jetzt zu den anderen ins Refektorium. Sag ihnen einfach, mir sei nicht gut gewesen. Ich packe meine Sachen und werde weg sein, wenn ihr wiederkommt. Varkanel wandte sich ab. Er hatte genug gehört. Was dieser Maloriel da behauptete, war blanke Ketzerei. Er war versucht, vielleicht gar schon ganz dem Herrn der Fliegen anheimgefallen. Und jetzt versuchte er, die kleine, arme Heilerin mit in die Sache hineinzuziehen. Das musste aufhören. Dann fiel ihm der neue Inquisitor ein, den der Pontifex eingesegnet hatte. Mit etwas Glück war dieser Ud von Hatten noch im Himmel. Der Urielit wusste, was zu tun war. Mit demselben entschlossenen Schritt, mit dem er sich zuvor der Zella der Schar genähert hatte, zog er sich zurück, um Maloriel von den Rameliten wegen Häresie anzuzeigen.